Hallo, ihr Lieben, nicht erschrecken. Ich sehe total fertig aus. Ich bin aber schon seit heute Morgen um 10 vor 7 wach. Es ist Sonntag. Wir waren im Kindergarten. Da ist ein Flohmarkt, so ein Nummernflohmarkt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch gibt. Der Große geht zwar nicht mehr in den Kindergarten, aber ich helfe da immer noch mit und verkaufe da natürlich auch noch meine Sachen. Und da habe ich heute Morgen mit geholfen, das aufzuräumen oder aufzubauen. Meine Mutter hat mich hingefahren, mein Vater hat mich dann abgeholt. Dann waren wir da grillen, eine Bekannte hat mich dann wieder hingefahren. Da habe ich noch ein bisschen da mitgeholfen, dann schnell nach Hause und der Kleine hat keinen Mittagsschlaf gemacht und alles, boah, chaotisch. Und ich glaube, man sieht das auch, ich sehe total fertig aus. Aber ich habe ja gesagt, ich mache dieses Video noch, weil die Taschen sollten eigentlich Samstag abgeholt werden, also gestern, heute ist Sonntag. Ja, hat sie aber nicht geschafft, sie kommt Dienstag. Und da ich nicht weiß, ob ich das morgen schaffe, weil ich morgen auch ein bisschen wieder hier was machen möchte, drehe ich das jetzt noch ab. Ist ja auch egal, wie ich aussehe eigentlich, ne? Es geht ja um die Sachen, die ich gemacht habe. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich komme mit diesem Handy nicht klar. Habe ich euch aber schon mal gesagt, ne? So, ja. Ich zeige euch erstmal meine Tasche, die ich momentan erst immer benutze. Die ist natürlich jetzt nur Folge. Moment. Verstehe das nicht, warum er nicht fokussiert. Also, ich habe einmal diese Tasche hier. Das hier unten ist Kunstleder und hier oben halt eben ganz normaler Stoff. Hier habe ich auch mein Logo oder mein Name, aber man sieht das leider nicht mehr. Ja. Ich wollte so Lederetiketten machen. Ich weiß immer nicht, wo die Kamera ist. Da, natürlich. Ach, hier unten, da ist unten und da ist oben. Das letzte Mal war es nämlich genau andersrum. So. Ja, aber wie ihr seht hier, da habe ich noch ein paar Fehlerchen gemacht. Aber das ist, also das ist die Rückseite, das ist die Vorderseite. Da habe ich nämlich so eine kleine Blume mit draufgeklebt. Die ist übrigens vom Action. Dann diese D-Haken-Dinger, Karabiner, was auch immer. Die habe ich bei Doran Beats bestellt. Die sind ganz günstig. Jetzt habe ich die ganze Zeit dahin geguckt. Ich muss ja dahin gucken. Oh Gott. Die sind da eigentlich relativ günstig. Ja. Also günstig, ich habe vorher immer bei Teddy gekauft, aber bei Action sind, bei Action sage ich schon. Nee, bei Action gibt es sie leider nicht. Bei John Beats sind sie günstig. Und das ist Gurtband in 2 cm, glaube ich. Ja, oder 13, nee, 2 cm. Genau. Hier habe ich auch noch einen Fehler gemacht. Das kann man nämlich abbrennen und dann fusselt das nicht raus. Das muss ich auch noch machen, weil sonst habe ich da bald nichts mehr. Oh, diese Kamera macht mich wahnsinnig. Genau, das ist meine Tasche. Ich kann euch noch sagen, wo ich das her habe. Dieses Kunstleder, das Schwarze habe ich von T-Docs. Genauso wie den Stoff hier oben. Und dieses Info da. Eigentlich kaufe ich meine Stoffe immer bei T-Docs, weil es ist super günstig da. Und man bekommt alles. Wirklich alles. Du bekommst da normalen Baumwollstoff. Du bekommst da Lederstoffe, also Kunstleder natürlich. Möbelstoffe, womit ich auch was gemacht habe, was ich euch noch zeigen möchte. Also, und dieses Bügelvlies bekommt, also man bekommt alles bei T-Docs. Deswegen kaufe ich meine Stoffe immer bei T-Docs. So. Dann habe ich für meine Bekannte, also eigentlich ist es für mich Familie, weil ich mit denen aufgewachsen bin, die hat nämlich meine Tasche hier gesehen. Ich war letztes Wochenende nämlich da. Und, oh, die ist ja so schön, ich will auch. Machst du mir? Ja, natürlich mache ich. Ne? Ja, und da sie es ja eigentlich Samstag abholen wollte, hatte ich nur ein paar Tage Zeit. 2 oder 3 Tage, weiß ich gar nicht genau. Ja, dann habe ich natürlich schnell, schnell gemacht. Und schnell, schnell ist bei mir immer so. Aber ich finde, die ist ganz schön geworden. Sie wollte nämlich vorne eine Tasche haben, wo sie ihr Handy reintun kann. Und da habe ich ihr vorne ein Fach reingemacht. Da. Also das ist auch, ne? Da passt ein Handy rein. Und ich mache euch mal ein bisschen weiter runter, dann seht ihr meinen Kopf vielleicht nicht so, aber
ihr seht die Tasche dann. Also hier habe ich dann fürs Handy. Das passt da auch rein. Ach, dieser Fokus ist furchtbar, finde ich. So. Die ist ein bisschen größer als meine, glaube ich. Mal ein bisschen ranhalten. Ja, aber minimal nur. Unten wollte sie schwarzes Kunstleder haben, oben diesen Stoff und wieder mit Goldband. Hier habe ich aber dran gedacht, dass ich das abbrenne. Und drinnen habe ich den grauen Stoff benutzt. Genau, von innen, da ist nichts Besonderes, kein Fach oder so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht. Da ist nichts, weil sie wollte halt eben nur vorne eine Tasche haben für ihr Handy. Genau. Und so sieht die Tasche aus. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Was ich im Nachhinein erst bemerkt habe, ich habe bei meiner Tasche habe ich kein Bügelvlies benutzt und bei ihren Taschen ja, und das merkt man, die sind sehr steif. Also eigentlich mag ich das, wenn Taschen steif sind, aber das ist mir schon ein bisschen zu steif. So, und diese Tasche hier, die, also da muss ich das im Leben noch mal machen. Weil das gefällt mir gar nicht. Hier habe ich das genauso gemacht wie hier unten auch, ne? Schön die Ecken abgedingstet da. Und hier habe ich das halt eben nicht gemacht. Und hier ist das Ganze dann halt eben etwas, ja, fühlt sich so unschön an. Dass ich das dann nochmal auftrenne, ich habe ja bis Dienstag Zeit, also werde ich das morgen machen oder Dienstag, weiß ich noch nicht. Das ist ja dann eine Naht nur und dann ist alles gut. Aber dann weiß ich, das ist genauso schön wie das auch. Und ja, weil sonst fühle ich mich irgendwie eklig, wenn ich ihr denn eine Tasche gebe, die ich selber nicht schön finde. So, hier habe ich das natürlich dann wieder richtig gemacht, beziehungsweise hier habe ich nur diese Garnfarbe, ja, halt eben falsch. Das ist schwarz, ich hätte da grau nehmen sollen, aber hier ist das schon mal richtig, ne? Dass das schön abschließt oben, also schön gerade ist. Genauso wie hier, da habe ich auch schwarzen Garn genommen, naja. Aber das ist in... Da sieht man das dann nicht so. So, also hier drinnen habe ich dann so beige. Also es ist kein Weiß, es ist nicht gelb, sondern beige. Genau, und von außen wollte sie dann diesen Stoff hier haben. Da wollte sie auch wieder eine Handytasche. Da kann man ein Handy reintun. Also meins passt da rein, ich hoffe, ihr es auch. Und diesen richtig tollen Kunstlederstoff, den ich bei... Hermes heißt es, glaube ich. Also nicht der Versand Hermes und auch nicht der Hermes Grieche, der bei uns auch Hermes. Wie heißt alles Hermes, ne? Hermes ist ein Stoffladen. Ich glaube, er heißt Hermes. Ich bin mir nicht sicher. Aber ihr könnt gerne mal bei meinen Videos gucken. Da habe ich nämlich ein Stoffpäckchen bestellt. Und da ist der Stoff bei. Und noch ein Stoff, den ich euch gleich zeige. Ich bin so verliebt, Leute. Naja. So. Und hier oben, was mir jetzt auch nicht so gut gefällt, habe ich mit Kunstleder hier oben nochmal, ja, versiegelt. Finde ich aber auch nicht. Also die hier gefällt mir echt richtig, richtig gut. Die von den Farben hier auch super. Hier hätte ich das Gurtband in einer anderen Farbe gemacht. Aber ich möchte ja das ihr es gefällt und nicht mir. So, und deswegen hat sie das. Hier muss ich halt eben nur noch mal den Innenstoff machen. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, dann habe ich mir ein... Da sind noch Tücher dran, im Moment. Und Kaugummis von Griechenland noch. Aber die hatte ich gar nicht von den Griechenland. Na, ist ja auch egal. Ich hatte mir eine Decke bei Ikea gekauft. Diese auch in irgendeinem Haul. Die hat, glaube ich, 6 Euro gekostet, weil die runtergesetzt war. Und ich fand die Decke so schön. Und ich habe gedacht, oh, daraus eine Tasche, das wäre mega. Und ich habe mich dann auch hingesetzt und habe eine Tasche genäht. Und zwar diese hier. So eine ganz einfache Beuteltasche. Weiß nicht, ob ihr das seht. Seht ihr hier meinen Speck? Genau. Also hier ist natürlich klar, dass das hier so ein bisschen dicker ist, weil das halt eben so eine dicke Decke ist. Und ich habe sie auch 3-4 Mal gelegt,
damit das halt eben schön hält. Und hier habe ich dann so ein olivgrünes Gurtband genommen. Allerdings habe ich das dann gleich mit eingenäht. Genau, und ich liebe diese Tasche. Nachher auch im Herbst und Winter, weil die so schön kuschelig ist. Ja, die habe ich auch oft getragen. Dann habe ich eine Tasche genäht, die könnt ihr auch in meinem Etsy-Shop kaufen. Ich fand diesen Stoff so geil. Entschuldigung. Und das ist auch Deko-Stoff. Also es ist kein normaler Baumwollstoff, sondern richtig Deko-Stoff. Und ich zeige euch erstmal das Innenleben. Das ist nämlich so ein Weinrot. Richtig toll. Auch mit einem roten Reißverschluss. Und von vorne, oder der Stoff, dieser hier. Den habe ich euch, glaube ich, auch mal gezeigt im Haul. Weiß ich gar nicht. Mit Totenköpfen. Oh, Leute, ist die nicht toll? Ich finde die so toll. Und das halt eben nur so eine kleine Tasche. Da ist auch kein Fach nochmal extra drin. Also das ist nur so eine kleine. Und die hat einen Lederriemen. Also da habe ich ein Leder Dings gemacht, ne? Mal so mal. Dann ist halt eben nur so eine kleine Tasche. Genau, oder man, viele tragen ja auch so. Ich trage auch übrigens so meine Taschen, wenn ich so kleine habe. Ja, die einen mögen es nicht, die anderen ja. Ich finde das dann praktischer, weil ich mag das nicht, wenn ich dann so, das geht nicht. Dann bin ich die ganze Zeit so und irgendwann nervt mich das dann auch und dann mache ich so und dann ist gut. Ja. Genau, das ist diese Tasche, die könnt ihr in meinem Etsy-Shop kaufen. Ich finde die so schön. So, so schön. Ja, leider habe ich nicht mehr viel von meinem Stoff. So, dann habe ich mir noch eine Ledertasche gemacht. Das war die zweite Tasche, die ich mir genäht habe. Da nehme ich auch mal die ganzen Sachen raus. Und zwar ist der von innen, hat er diesen Blümchenstoff. Und von außen ist das ein brauner Leder, Kunstlederstoff. Diesen Kunstlederstoff habe ich von Poco. Also ich finde diese Kamera furchtbar. Da filmt mein anderes Handy besser. Von Poco. Und das ist auch, dieses Kunstleder ist so geil, Leute. So, so toll. Wirklich. Und lässt sich so toll verarbeiten. Und, ja, hier ist mir das leider schon abgefallen. Dann gab es ja bei Action mal diese Blümchen hier. Und ich habe nämlich mit Magnetverschluss gearbeitet. Und da man diese Nähte nicht mehr sehen sollte, hier kann ich euch das zeigen, diese Nähte da, jetzt ist mir dieses Steinchen runtergefallen. Ich werde doch wahnsinnig. Ja, okay, aber ihr wisst, hier war ein grüner Stein drauf, ne? Heute ist nicht mein Tag. Es ist nicht mein Tag. Okay, habe ich mir diese Dinger darauf geklebt und mit Heißklebe. Der eine ist abgegangen und bei dem anderen ist jetzt das Steinchen ab. Ja, das ist meine Tasche. Die soll ja auch nicht verkauft werden. Ich setze mich, glaube ich, mal ein bisschen weiter zurück, weil, jetzt seht ihr mich gar nicht mehr, ne? Aber vielleicht fokussiert er da ein bisschen besser. Ein bisschen weiter runter, weil sonst muss ich, sorry. So. Dann habe ich mir eine Tasche genäht, und zwar zum Urlaub, oder für den Urlaub. Genau. Und zwar in diese Tasche hier. Ich finde diesen Stoff so toll und ich habe gedacht, zu Griechenland passt der Stoff. Weiß ich auch nicht warum. Der würde auch zu Marokko oder so passen, ne? Oder Spanien, ja. Von innen ist er denn so und er ist schon schmutzig, weil ich hatte die Tasche halt eben mit zum Urlaub. Flugzeug, Airport, Bus, mit was sind wir noch gefahren? Strand, Laufen, Wandern und so weiter. Dann sieht sie halt so aus. Aber ist mir egal, ich habe sie ja auch für den Urlaub gemacht. Und da war sie richtig praktisch, weil da passt so viel rein. Ich habe da auch kein Extrafach reingemacht, weil ich habe immer alles reingeschmissen. Ja. Genau, und da habe ich einen roten Reißverschluss benutzt. Also diese Reißverschlüsse, das ist ein... Hier. Unendlich Reißverschluss, der ist vom...
Jordan Beats. Die haben da welche und super günstig. Diese Dinger hier habe ich bei TEDx gekauft. In Seevetal, das ist bei Hamburg oder irgendwo da. Seevetal, weiß ich gar nicht. Irgendwie war ich da mal in der Ecke und bin dann noch hingefahren. Und ich fahre ja eigentlich immer, wenn ich zur Action fahre und so, nach Lübeck. Ich weiß nicht, ob ihr das, also Hamburg kennt ihr wahrscheinlich und Lübeck dann vielleicht auch, das ist ja an der Ostsee da. Ja, aber da haben sie sowas nicht. Richtig, richtig schade, weil im Internet sind die Dinger schweineteuer. Und ich habe hier für 10 oder 15 Stück, also ich habe zwei verschiedene Größen und dieser Fokus macht mich gerade wahnsinnig. Ihr seht, ne, ich sehe aus wie ein, naja. Für 2 Euro. Ja, ich glaube 2 Euro. Und dann habe ich hier so ein Kaki. Heißt das Kaki? Ich glaube ja. Gurtband benutzt. Die habe ich auch nicht abgebrannt. Das müsste ich dann auch mal machen. Vielleicht sollte ich das da hinhalten, weil da fokussiert er gerade. So, und dann habe ich, was das an Taschen? Nein. Moment. Nee, hier habe ich noch welche und. Ach hier, genau. Ja. Und diese hier könnt ihr auch bei mir im Etsy-Shop kaufen. Ich hoffe, ja. Und hinten dann so ein, wo man dann so festhalten kann, ne? Und hier habe ich auch mit Magnetverschluss gearbeitet. Ja. Vorführeffekt. Und dann von innen sieht das dann so aus. Und da passt auch ein Handy rein. Wenn ich mein Handy da hätte, dann hätte ich euch das gezeigt. Wieso ist denn hier immer so ein. Ja, okay. Aber da passt ein Handy rein. Wir nehmen jetzt einfach mal meine. Komm, passt das hier rein? Nicht ganz, ne? Ach, ist das doof. Wir nehmen jetzt. Nee, das passt auch nicht. Ja, auf jeden Fall passt da ein Handy rein, mein Handy passt da rein und dann kann man sich so das da oder auch noch Geld und so und dann hat man das so bei sich immer. Ja, das könnt ihr im Etsy-Shop kaufen. Eine ist, glaube ich, schon weg. Ja, eine habe ich für mich genommen, genau. Dann habe ich einmal dieses hier und dieser Stoff ist vom Action. Das ist dieser Samtstoff, den kriegt ihr in der Abteilung, wo das Geschirr ist und die Geschirrhandtücher. Also das ist bei uns da alles zusammen. Und da gab es das mal auf einer Rolle. Ich weiß aber nicht, ob es das noch gibt. Und da habe ich dann auch wieder mit einer Blume vom Action gearbeitet. Und da, Steinchen, da seht ihr aber wahrscheinlich, da ist Kleber mit bei. Und deswegen gibt es die günstiger. Von drin habe ich dann mit Rot gearbeitet. Genau. Und ich finde die auch schön. Die hat jetzt nur keinen Eingriff, weil ich finde, die sieht, oder die ist ein bisschen edler, finde ich. Und da passt das, glaube ich, irgendwie nicht. Also, wenn das jetzt jemand haben möchte und er sagt, ich möchte auch so einen Handeingriff haben, kann ich das natürlich rannähen. Was ihr bedenken müsst, dass dann von innen halt eben dann Xe sind. Also, weil ich das ja dann festgenäht habe, ne? Aber von innen sieht man das ja nicht. Genau, aber die finde ich auch richtig, richtig schön. Könnt ihr auch kaufen. Dann passend zu der Tasche habe ich noch eine Handyhülle gemacht. Genau, da ist auch ein Totenkopf. Seht ihr das? Genau, und hinten hat es auch wieder so einen Eingriff. Und da ist er mit Gummiband. Und von innen sieht das dann so aus. Genau. Und dann macht man das auch so wieder zu. Und fertig. Die finde ich auch richtig schön. Und dann habe ich noch eine, und zwar in Leder. Da habe ich auch mit dem Brad von Action gearbeitet, weil ich da Magnet A. Ja, das wird es nicht zu kaufen geben, weil das hat alles nicht geklappt.
Ich habe das mit Heißkleber versucht anzukleben, aber das hält einfach nicht an diesen Magneten. Und ja, vielleicht lasse ich mir da noch was einfallen, aber ich glaube, das bleibt auch bei mir. Und ich mache dann noch mal neun. Ansonsten in Schwarz Leder. Genau, das waren diese Handytaschen. Und dann habe ich mich mal an Turnbeutel gewagt. Ich hatte noch nie einen Turnbeutel genäht. Und jetzt habe ich das gemacht, weil ich so tollen Stoff gefunden habe bei T-Docs. Und ich liebe diesen Stoff mit diesem Stoff hier. Und in diesem Weinrot. Toll, oder? Das ist dieser weinrote Kunstleder Deko. Nicht Deko, Polsterstoff. Das ist auch Polsterstoff, womit man eigentlich dann Möbel verschönert. So. Und guckt euch die an. Ist die nicht süß? Ich hoffe, ihr seht das, oder? Ich muss weiter zurückgehen, damit ich nicht hier auf den Fuß bin. Süß, ne? Und die kann man dann hier oben zumachen. Und dann hat man Turnbeutel. Genau. Und dieses Bändchen hier habe ich vom Action. Mach ich mal weiter hoch. Vom Action. Genau. Die gibt es da in der Baumarktabteilung. Richtig, richtig schön finde ich die. Oder was sagt ihr? Bin am Überlegen, ob ich die bei Etsy reinstellen soll oder ob ich sie selber behalte oder halt eben mit auf den Markt nehme. Genau, finde ich so schön. Und die gleiche habe ich dann auch noch mal mit einem Polsterstoff genäht. Das ist jetzt, glaube ich, kein Leder, obwohl es fühlt sich schon an wie ganz dünnes Kunstleder. Könnte aber auch einfach nur Stoff sein. Und zwar auch wieder mit diesem süßen Stoff hier und mit diesem. Genau. Und so sieht das Ganze aus. Süß, oder? Und dieses Bändchen gibt es auch wieder Action bei Action in ganz verschiedenen Farben. Ganz viele. Ich musste mal meine Hose hochziehen. Und wieder zack zu. Wunderschön. Auch für so kleine Mädchen jetzt nicht unbedingt. Dafür sind die Bänder zu lang. Aber für so, weiß ich nicht. Oder auch selber, ne? Oh, ich finde die so süß. Ich bin so verliebt in die Taschen. Ich komme mal wieder ein bisschen näher. So. Und dann war es das, glaube ich, an Taschen, was ich genäht habe, die letzte Zeit. Ich habe doch noch so viel genäht. Also ich bin irgendwie der Meinung. Ach so, von diesen Taschen hier, die hatte ich auf der Abschlussfeier von meinem Bruder und da war meine Mutter und meine Oma natürlich auch da. Und meine Oma gleich so, oh, die ist ja voll schön. Wo hast du die denn gekauft? Und ich so, nein, habe ich selber gemacht. Ganz stolz gesagt. Und dann sagt sie gleich, oh, so eine möchte ich auch haben. Kam meine Mutter raus, meine Oma dann so, ach, oh, guck mal, hat Angelina selber gemacht. Und dann gleich, oh, ich will auch eine. Ah. Also habe ich nochmal zwei von diesen Taschen genäht. Einmal etwas kleiner für meine Oma, die mag das nicht so groß und auch nicht so über die Schulter, sondern einfach nur so wie so eine normale Tasche. Und meine Mutter ist genauso wie ich, einfach rüber, groß, alles gut. Genau, da habe ich da nochmal zwei genäht. Ach so, und ich habe, wenn ich das schaffe, blende ich euch ein Foto ein. Da habe ich kann und da habe ich ihr denn vier, habe ich hier vier oder zwei Kissen genäht, weiß ich gar nicht. Ich verlinke euch mal mein Instagram-Profil. Da könnt ihr nämlich mal reingucken, da habe ich das nämlich auch gepostet. Wenn ich jetzt kein Bild einblenden kann, dann müsst ihr einfach mal bei Instagram gucken. Genau.
So, die Karten habe ich euch gezeigt. Also das war es an Taschen. Wer nur die Taschen sehen wollte, der kann jetzt abschalten, weil jetzt kommt noch ein bisschen Papierkram. Und ich habe Perlenarmbänder gemacht. Da habe ich mir nämlich auch noch was bestellt und habe mich daran gewagt. Als erstes habe ich hier noch so eine Karte. Und dann habe ich noch eine Karte. Und Leute, ich weiß jetzt nicht mehr, wo die ist. Doch, Moment. So, ich habe sie gefunden. Und ich habe dann noch eine Karte gemacht. Die blende ich euch auch ein, wenn ich das schaffe. Ich muss noch ein bisschen üben mit diesem Programm. Und zwar diese hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die gesehen habt. Und zwar ist sie ganz einfach zu machen. Das ist dieses Papier aus dem Action, was 1,99 kostet. Schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare, ob er fokussiert, ob ihr mich klar seht oder nicht, weil ich sehe mich überhaupt nicht klar. Das gibt es ja in Regenbogen, in Gold, in Silber. Noch einer Farbe, ich weiß es nicht, in der Kinderabteilung. Das sind ja diese Kratzdinger. Und das habe ich mit einem Stempel gemacht. Also ich habe mir da ein Motiv aufgestempelt und ich habe das dann nachgekratzt. Mega. Und die andere Karte, die habe ich schon verschenkt. Das, ja, da blende ich euch dann noch ein Video ein. Oder kommt jetzt noch ein Video. Habe ich hier dieses Motiv gekratzt und diesen Spruch. Und da kommt jetzt noch ein lieber Gruß rein und dann geht sie auf Reisen. Das sieht so toll aus. Da muss man natürlich nur aufpassen, dass die nicht einen Kratzer abbekommt, ne? Weil dann ist die Karte hin. So, das habe ich noch gemacht. Dann kann ich die Karten nämlich wieder wegpacken. Die habe ich euch ja schon im letzten Video gezeigt. Und dann, glaube ich, habe ich euch das hier noch nicht gezeigt. Und zwar habe ich diese Kugelschreiberboxen gemacht. Das sind Kugelschreiber aus dem Action und ich finde die richtig schön. Da sind oben dann so kleine Steinchen drinne und oh Mann. Und unten ist dann Silber oder hier in diesem Pink. Auch richtig schön. Die könnt ihr übrigens auch in meinem Shop kaufen. Die Kugelschreiber sind nicht billig. Ich werde wahnsinnig mit diesem Fokus, Leute. Es tut mir leid, aber diese Kugelschreiber hier. Ich habe das Gefühl, er fokussiert einfach nicht. Moment mal. Nee, keine Ahnung. Ich habe hier irgendein komisches Zeichen. Ah, okay. Ich bin nur zu doof dazu. Das ist hier so ein Gold. Ja, die Kugelschreiber sind nicht günstig. Die sind echt, da sind glaube ich nur zwei Stück drin und die kosten glaube ich schon 99 Cent. Aber die sind so toll, oder? Ich finde die Kugelschreiber richtig schön. Hier in so einer Verpackung. Dann gab es noch Schwarz. Das sieht dann so aus. Dann habe ich hier noch in Roségold. Richtig schön, oder? Muss man natürlich noch so ein bisschen hinbiegen, damit das wieder schön aussieht. Aber ich finde das richtig, richtig süß. Und dann noch eins in Lila. Müsst ihr mal bei Etsy gucken, da seht ihr das dann ein bisschen besser. So, und dann habe ich mich... Achso, nee, ich habe hier noch mehr von... Das war mein erster Versuch, so ein Notiz, wie heißt denn dann? Post-its, keine Ahnung, diese Dinger hier zu machen.
man dann aufklappen kann und dann hast du hier solche Notizzettelchen drin. Das ist allerdings fehlgeschlagen. Das habe ich mit diesen Magneten von Action gemacht, womit ganz viele ihre Stanzen aufbewahren. Das funktioniert aber nicht, weil das doch viel zu leicht ist. Hier habe ich dann mit Klettverschluss gearbeitet. Das geht super. Es ist nur sehr dick. Aber es funktioniert. Immerhin. Davon möchte ich auch noch ein paar machen. Und dann noch eins mit Magnet vom Action, was aber auch nicht funktioniert. Ich habe mir bei Ali welche bestellt. Ich habe gedacht, das wären so klar, also kleine, ja, aber auch flach. Aber die sind so, die sind glaube ich 2 mm mal 1 mm. Und die sind winzig, winzig klein und aber dafür viel zu dick. Aber ich habe mir noch andere bestellt bei Ali, aber die sind bis heute nicht angekommen. Also ich warte jetzt noch ein bisschen und dann gibt es eine Nachricht. Weil die anderen waren viel schneller da und das war, glaube ich, der gleiche Händler oder ein anderer, weiß ich gar nicht. So, dann räumen wir das mal wieder ein. Und dann habe ich Makramee gemacht. Ich habe es versucht. Genau. Ich habe es versucht. Und zwar hier solche Anhängerchen. Ich zeige euch das mal so, ne? Also hier an so einem Karabiner und dann so kann man sich dann an eine Tasche hängen. Ich zeige euch das mal. In welche passt das denn? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Nee, das hat keinen Reißverschluss. Machen wir mal an die schwarze. Passt jetzt nicht mit dem Gold, aber ist egal. So. Und dann hängt das da so runter. Oder halt eben nicht da, denn halt eben hier am D-Dings da Bums da und dann hängt das da so. Also ich finde das richtig süß. Wenn ihr es auch süß findet, dann schreibt mir das gerne. Ich habe es mal versucht. Und in Rot ein. Fokus hier. Genau. Hallo, ich habe ein Craft-Update für euch. Allerdings wird diese Karte zeige ich euch als erstes, weil die muss ich gleich weitergeben. Und danach kommt dann das andere. Dann wird eine andere Kulisse dahinter sein. Genau. So, das will ich euch schnell zeigen. Ich habe hier mit diesen Kratzpapier vom Action, genau, das gibt es hier in verschiedenen Farben. Habe ich hier dieses Motiv gekratzt und diesen Spruch, und da kommt jetzt noch ein lieber Gruß rein, und dann geht sie auf Reisen. Das brauche ich euch nicht zeigen. Und dann habe ich noch Armbänder gemacht. Jetzt fehlt mir natürlich wieder eins. Nee. So, und zwar habe ich mir dieses Ding hier gekauft, um Perlenarmbänder zu machen. Seht ihr das jetzt richtig? Nee, ne? So seht ihr das, glaube ich, richtig. Oder muss ich das doch umdrehen? Seht ihr das jetzt, was da steht? Und seht ihr den Fehler, den ich gemacht habe? Da. Da sitzt man 2 Stunden an so einem Armband und zum Schluss fällt einem dann auf, da ist was schiefgelaufen. Aber ist doch ganz süß geworden, oder? Also ich finde ja. Genau, da habe ich einmal dieses. Dafür brauche ich dann nur noch diese Bandklemmen oder was auch immer, was man da benutzt. Das war hier mein allererstes. Ich habe hier überall noch Fäden. Das hier. Das war mein allererstes. Das sieht man, glaube ich, auch. Hier, wenn ich euch das von der Seite zeige, ist krumm und schief. Und auch hier ist total schief alles. Das Muster finde ich schön.
Aber es ist halt eben ja, der erste Versuch gewesen und der wird ja meistens nichts. Dann habe ich... Nee, gar nicht, das war mein zweiter. Entschuldigung. Das war aber mein erster, den ich mit dem Gerät gemacht habe. Und das allererste, was ich gemacht habe, habe ich ohne Gerät gemacht, sondern mit Tesafilm festbinden und dann so, ne? Und zwar habe ich dieses hier gemacht. Seht ihr das? Und dieses Muster hier. Ja, ist nicht schön geworden. Kommt, glaube ich, auch weg. Und mein absolutes Lieblingsteilchen. Das finde ich so schön, Leute. Ich mache mir das mal um mein Handgelenk. Guck mal. Ich bin so verliebt. Ich bin so verliebt. Guckt euch das an. Seht ihr das? Oh, ist das schön, ne? Das finde ich so schön. Jetzt brauche ich nur noch irgendwie so ein Teil, was man da halt eben reinmacht und dann, dass man das denn ja, ums Handgelenk machen kann. Oh, ich finde das so schön. Ich stehe auf solche Ornamente. Heißt das so? Ja, ne? So. Das ist doch schon leicht so orientalisch angehaucht, glaube ich, ne? Ja, das finde ich so schön. Das ist mein Lieblingsstück. Die anderen können weg hier. Und das wäre eigentlich auch sehr, sehr schön geworden. Nee. Ist falsch. So, ne? Wenn dieses V da nicht schief gegangen wäre. Ja. Jetzt habe ich euch alles gezeigt, was ich die letzten Tage, Wochen, Monate gemacht habe. Ja, das war's. Oh, und ich bin jetzt froh. Für mich ist Feierabend jetzt. Das Video ging 40 Minuten fast. Ja. Also, ich verlinke euch meinen Etsy-Shop. Da könnt ihr gerne reingucken. Diese Handytaschen sind da drinne. Mit den Rucksäcken. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ob ich die reinstelle. Wer eine von denen haben möchte, kann mich gerne per E-Mail anschreiben. Dann werden wir uns da bestimmt einig. Und diese Tasche ist da drin. Die ist auch zu verkaufen. Diese wunderschöne Totenkopftasche. Genau, und die Karten, die Dinger hier, die sind auch im Etsy-Shop. Aber das habe ich euch ja schon gesagt. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Rest Sonntag. Bis das Video oben ist, ist wahrscheinlich schon Montag. Ja, dann eine schöne Woche und bis dann. Tschüss.